Hallo ihr Lieben, mein Name ist Norman von Frohkost und ich befinde mich hier gerade am Waldrand auf einer herrlichen Wiese. Und das, was ihr im Hintergrund beobachten konntet, sind zwei Störche. Und ich mache es gerade den beiden nach und begebe mich auf Nahrungssuche. Natürlich nicht auf kleine Würmer und Käfer wie die beiden dort hinten, sondern speziell Wildkräuter. Mit diesem Video möchte ich dir nochmal die Kraft der Wildkräuter ans Herzen legen und dich dazu motivieren, auch in Zukunft die wertvollen, lebensnotwendigen Pflänzchen eben zu sammeln und in der eigenen Küche zu verwerten. Warum eigentlich Wildkräuter? Ja, Wildkräuter haben alle wichtigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente wie die Nutzpflanzen oder eben das gezüchtete Gemüse, aber das bis zu 30-fach mehr. Dazu kommen noch wichtige Antioxidantien, die unser Körper eben vor freien Radikalen und vor Krebszellen schützen. Für eine erfolgreiche Wildkräutersammlung benötigst du genau drei Dinge. Das eine wäre ein Behältnis, wo du die tollen vielen Wildkräuter eben aufbewahrst und sammeln kannst. Ob es nun ein Korb ist oder ein Beutel, ist dir überlassen. Mein Tipp ist aber, such dir was Größeres aus, weil du wirst erstaunt sein, was du auch schon nach dem ersten Mal alles sammeln wirst. Das zweite ist halt eine Schere, macht sich besser als ein Messer. Ideal wäre sogar eine Rosenschere, wenn ich gerade an den Brennnessel denke, die dann auch schon mal ein bisschen höher wachsen kann. Und der Stiel, der recht holzig ist, kann manchmal auch recht störrisch sein. Und das dritte im Bunde ist halt ein gutes Wildkräuterbuch. Das, was wir nutzen und wir dir auch empfehlen können, sind 200 essbare Wildkräuter. Bestimmen und verwenden von den drei Autoren Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Gutmann und Roland Spiegelberger. Hier sind alle wichtigen Wildkräuter eben aufgelistet, die in Deutschland, Österreich oder in Schweiz eben vorkommen. Das Buch gibt es auch in zwei weiteren Ausführungen, einmal mit 1000 und einmal mit 2000 Wildkräutern für ganz Europa. Aber ich finde, es ist recht unpraktisch, weil das Buch ist halt dreimal so dick und dann auch noch mal ein bisschen größer. Und gerade für unterwegs ist halt die kleinere Ausführung völlig ausreichend, viel handlicher und auch optimal. Die Wildkräuter sind zum einen nach der Blattart, ich weiß nicht, ob der das scharf stellt, nach den verschiedenen Blattformen und Strukturen über so einen Schnellfinder sortiert. Und die Wildkräuter werden auch über einer Seite kurz eben erläutert, wo die vorkommen, wann eben die Wildkräuter zu finden sind, wann ihre Saison ist. Es findet sich ein Farbfoto, zudem eben auch eine Schwarz-Weiß-Struktur-Foto mit den Blütenblättern und auch den Stängeln, Größe, ähnliches, so dass es halt die Unterscheidung viel, viel leichter macht. Und das Geniale finde ich ist, hier werden noch alle Inhaltsstoffe aufgezählter Wildkräuter und die Heilwirkung und auch was an dem Wildkraut und wie in der Küche verwendet werden kann. Außerdem werden verwechslungsähnliche Pflanzen aufgeführt, die möglichst nicht in deiner Küche landen sollten. Kurz und knapp zusammengefasst, dieses Buch gehört zu unseren Begleiter zu jedem Spaziergang und können wir dir auf jeden Fall empfehlen. Ein Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und hier zum Abschluss siehst du auch nochmal die beiden anderen Räuber. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, mir zugehört hast. Und benötigst du noch einige weitere Tipps auch zum Thema Wildkräuter, findest du uns unter der Seite www.frohkost.com oder auch bei Facebook, wo wir fast täglich neue Rezepte reinstellen, unter anderem auch mit Wildkräutern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war dein Norman von Frohkost. Liebe Grüße und auf Wiedersehen.